Diese Geschichte ist eigentlich eine ziemlich banale Geschichte. Eine Studentin im ersten Semester an der Marburger Universität verliebt sich in ihren Professor. Der ist zwar 17 Jahre älter als sie, verheiratet ist er auch und hat zwei Kinder. Das hält ihn aber nicht davon ab, sich auf eine Affäre mit der Studentin einzulassen. Sie treffen sich heimlich, haben Sex miteinander, schicken sich Gedichte, schicken sich Briefe. In den Briefen ist die Rede von Liebe, Philosophie, Büchern, ihren Familien, von gemeinsamen Spaziergängen und vom Wetter. Nach drei Semestern wechselt die Studentin von Marburg in eine andere Universität. Gelegentlich treffen sich die beiden noch, sozusagen sind die bekannten gelegentlichen Treffs inklusive Sex. Dann schläft ihre Beziehung ein. Sie heiratet einen Mitstudenten. Wenige Jahre später verlässt sie das Land. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrer ersten Begegnung sehen die beiden Liebenden sich von damals sich wieder. Aus der ehemaligen Studentin ist in der Zwischenzeit selbst eine angesehene Wissenschaftlerin und Autorin geworden, die ihrem früheren Professor jetzt ein wenig bei der Veröffentlichung seiner Werke im Ausland hilft. Sie lernt seine Frau kennen, der er mittlerweile die Affäre gebeichtet hat. Wieder wechseln sie eine Zeit lang intensiv Briefe. Wieder schlummert der mittlerweile ganz platonisch gewordene Kontakt dann ein. Ein Dutzend Jahre lang tauschen sie allenfalls noch gelegentlich Geburtstagskarten aus, einmal auch Bücher. In den späten 1960er Jahren schreibt er ihr erneut einen langen Brief, wünscht aus Anlass ihres 60. Geburtstags Glück für den kommenden Herbst deines Daseins. Er selbst ist mittlerweile 77 Jahre alt, sie antwortet postwendend. Bei ihrem nächsten Aufenthalt in Deutschland besucht sie ihn, danach kommt sie bei jeder ihrer Reisen nach Europa vorbei, bis zu ihrem Tod 1975, ein halbes Jahrhundert nach ihrer ersten Begegnung. Er, der im Gegensatz zu ihr nicht Kette geraucht hat, überlebt sie noch um ein halbes Jahr. Eine banale Geschichte, vielleicht schon ein wenig anrührend am Ende, wenn nicht sogar mit Potenzial für einen kitschigen Roman, den gibt es natürlich auch schon, gibt auch jede Menge Theaterstücke darüber. Als die Affäre zwischen dem Professor und seiner Studentin lange nach dem Tod der beiden bekannt wurde, sahen manche darin auch Potenzial für einen Skandal. Denn die Studentin war Hannah Arendt, die 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland flüchtete, um schließlich in den USA eine neue Heimat zu finden. Und ihr Marburger Professor war Martin Heidegger, der im gleichen Jahr 1933 der NSDAP beitrat und zum Führerrektor der Universität Freiburg wurde, immerhin nicht Marburg. Während Heidegger deshalb schon nach 1945 in Verruf geraten war und sein Bild durch Enthüllungen über antisemitische Aussagen seitdem zunehmend weiter verdunkelt wurde, ist Arendts Prestige als Philosophin und politische Theoretikerin in den letzten Jahrzehnten posthum immer weiter gewachsen. Für manche Autoren scheint freilich ihre Beziehung zu Heidegger einen Schatten auf sie zu werfen. Dabei spielt besonders ihre jüdische Herkunft eine auffällige Rolle. Wie konnte sie, so wird suggeriert, sich als Jüdin nur 1925 mit einem solchen Nazi wie Heidegger einlassen? Und vor allem, wie konnte sie nach 1945 den Kontakt zu ihm wieder aufnehmen, nach all dem, was seit ihrer Marburger Liaison geschehen war? Viel von dieser Kritik wird als arg plakativ, als die 18-jährige Hannah Arendt ihre Affäre mit Martin Heidegger 1925 begann, war dieser kein Mitglied der NSDAP und sein späteres nationalsozialistisches Engagement hat Arendt ihrem früheren Geliebten schon 1933 und danach wiederholt vorgeworfen. Ihre sich nach der Zeit weiterentwickelnde, differenzierte Sicht von Heideggers Rolle im Nationalsozialismus unterschied sich allerdings wesentlich von der ihrer Kritiker. Diese ersetzen nämlich in ihren Schriften häufig Quellenanalyse durch Küchenpsychologie und wissenschaftliche Prosa durch Stilmittel des Melodrams. Auf eine journalistische Ebene heruntergebrochen, nähert sich diese Vorgehensweise dann endlich dem Kitsch an, wird zur Skandalgeschichte von der Jüdin und dem Nazi. Dabei liegt der eigentliche Skandal nicht in der Beziehung zwischen Arendt und Heidegger. Der Skandal liegt vielmehr in ihrer Skandalisierung, aus Gründen, die mit dieser Beziehung gar nichts zu tun haben. Im Herbst 1924 zog Anna Arendt zum Studium nach Marburg. Ihr Abitur hatte sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag mit Auszeichnung bestanden. Dennoch fühlte sie sich, wie viele in diesem Alter, unsicher, wurde von einer elementaren Angst vor dem Dasein geplagt.
Wohl schon zu Beginn des Wintersemesters 1924-25 fiel Heidegger, der seit 2 Jahren an der Marburger Universität als Extraordinarius lehrte, die intelligente junge Studentin auf. Später erinnerte er sich daran, wie ihr Blick unter dunklen Locken mir zublitzte. Irgendwann im Laufe des Semesters kam sie in seine Sprechstunde, nach seiner Erinnerung im Regenmantel, den Hut tief über den stillen großen Augen und gab verhalten und scheu auf alle Fragen eine kurze Antwort. Spätestens zum Semesterende, also Anfang Februar 1925, muss es dann wirklich gefunkt haben zwischen dem Herrn Professor und dem Fräulein Arendt, aus dem wenige Tage später die liebe Hanna geworden war, der Heidegger nun in einem glühenden Liebesbrief schrieb, dass er mit ihr Nächte durchwandern wollte. Nun sind Liebesbeziehungen zwischen Professoren und Studentinnen nicht allzu ungewöhnlich. Dennoch gibt es mancherlei Spekulationen darüber, warum die junge Arendt sich auf die Affäre mit Heidegger einließ. So habe nicht nur ihre verletzliche, melancholische Natur, ich zitiere das jetzt, sie dafür prädestiniert, auch ihre jüdische Herkunft soll eine Rolle gespielt haben, weil sie angeblich die Unsicherheit vieler assimilierter Juden teilte. Sogar freudianische Motive sind ihr unterstellt worden, weil Arendts Vater starb, als sie 7 Jahre alt war, habe sie in Heidegger einen Ersatzvater gesucht, dem sie dann ein Leben lang hoffnungslos verfallen gewesen sei. Nun verhält sich Psychoanalyse zu Psychologie als Wissenschaft wie die Gattung des historischen Romans zu professioneller Geschichtsschreibung. Die Themen sind zwar dieselben, sonst gibt es aber herzlich wenig Gemeinsamkeiten. Ohnehin entbehren all diese Spekulationen jeder empirischen Basis, denn aus der Zeit von Arendts Affäre mit Heidegger sind allein seine Briefe erhalten, ihre dagegen nicht überliefert. Über die Natur der Beziehung zwischen den beiden erfahren wir deshalb aus zeitgenössischen Quellen nur von ihm, von ihr lediglich aus späteren Erinnerungen. Die bestätigen eigentlich weitgehend den Eindruck, der sich aus seinen Briefen ergibt. Wie in der Universität redete vor allem er und sie hörte zu, wie die aufmerksame Studentin im Hörsaal. Er erzählte hauptsächlich von seinem Leben und seiner Arbeit oder gab ihr gut gemeinte Ratschläge. Er bestimmte Zeiten und Orten ihre geheimen Treffen. Von ihr kam, wie er einmal schrieb, selten mehr als ein scheues, stilles Ja, ein Wenn du magst oder Wenn du mich haben willst. Als beide sich 1950 zum ersten Mal nach 2 Jahrzehnten wiedersahen, berichtete Arendt ihrem Mann in die USA darüber, dass sie und Heidegger zum ersten Mal in ihrem Leben miteinander gesprochen hätten. Miteinander gesprochen hätten. Und auch ihrem alt gewordenen ehemaligen Geliebten selbst gegenüber beschrieb sie ihre Wahrnehmung der zurückliegenden Beziehung mit mittlerweile gewonnenem Selbstbewusstsein, dass wir ja nicht viel und nicht übermäßig offen miteinander verkehrt haben. Ihre Liebesbeziehung hatte wohl erst ein knappes Jahr gedauert, als Arendt Anfang 1926 Heidegger ihren Entschluss mitteilte, die Universität zu wechseln und das Studium zunächst in Freiburg, dann in Heidelberg fortzusetzen. Warum genau sie damit das Ende der Affäre einläutet, ist nicht ganz eindeutig. Nach ihrem Wiedersehen 1950 schrieb sie ihm, weggegangen aus Marburg bin ich ausschließlich deinetwegen. Heidegger scheint nicht allzu unglücklich über ihren Entschluss gewesen zu sein. Schon seit dem Spätsommer 1925 hatte er immer seltener geschrieben. Gegenüber seiner Arbeit stand die Beziehung mit Arendt mehr und mehr zurück. Und Anfang 1926 versuchte er sie nicht wirklich zu überreden, in Marburg zu bleiben. Sie hatte ihm vorgeworfen, sich wie ein Seeräuber zu verhalten. Es war ihr wahrscheinlich klar geworden, dass er in der Beziehung mehr nahm, als er gab. Heidegger hat Marburg 2 Jahre nach Arendt ebenfalls den Rücken gekehrt. Besonders gefallen hat es ihm dort ohnehin nie. Marburg sei ihm von Anfang an einem lähmenden Geist gleichgekommen, schrieb Hannah Arendt 1925, um dann ihr schmeichelnd hinzuzufügen, der Ort sei seit diesem Winter freundlicher für mich geworden. Aber das hielt nicht an. 1928 folgte er einem Ruf auf eine ordentliche Professur in Freiburg, obwohl es dort ja eigentlich, Zitat, ebenso erschreckend sei. Aber wie er Karl Jaspers gegenüber meinte, etwas, was für Marburg spricht, kann ich Ihnen nicht anführen. Ich habe mich keine Stunde wohlgefühlt. An der Freiburger Universität gefiel ihm vieles ebenfalls nicht. Dort nutzte er sein gewachsenes akademisches Prestige, um sich mit nationalsozialistischer Unterstützung im April 1933 zum Führerrektor wählen zu lassen.
Nach nur einem Jahr als Rektor erklärte im April 1934 seinen Rücktritt von diesem Amt. Dass Heidegger den Nationalsozialismus vor allem für eigene Zwecke benutzen wollte, ist offensichtlich. Ebenso offensichtlich ist aber auch, dass er den Nationalsozialisten 1933-34 Vorschub leistete. Hannah Arendt hat das aufmerksam beobachtet und ihm eindeutig sehr, sehr übel genommen. Schon als sie im Winter 1932-33, als Heidegger noch nicht Rektor war, von bekannten Gerüchte über angeblich Diskriminierung von Juden durch ihn hörte, schrieb sie ihm deswegen einen Brief, in dem es von Vorwürfen nur so wimmelte. Es war der erste Brief in der Korrespondenz des ehemaligen Liebespaares, nach über 2 Jahren Funkstille, und es sollte für mehr als 1,5 Jahrzehnte der letzte sein. Nach Hitlers Machtübernahme musste Arendt nämlich zunächst nach Frankreich und dann in die USA fliegen. Dort veröffentlichte sie dann 1951 ihr Hauptwerk Ursprünge und Elemente totalitärer Herrschaft. Das Buch war in mancher Hinsicht ein Kind seiner Zeit. Die Parallelisierung von Nationalsozialismus und Kommunismus, die Arendt darin vornahm, spielte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges eine wichtige Rolle für seine überwiegend positive Aufnahme. Für manche linke Intellektuelle lag gerade darin allerdings auch ein Stein des Anstoßes. Erst recht frostig wurde das eher kühle Echo, das Origins of Totalitarianism in diesen Kreisen erzeugte, weil die Autorin den Nationalsozialismus nicht als letztes Aufbäumen eines überlebten Kapitalismus oder Konservatismus interpretierte. Stattdessen betonte Arendt die modernen Ursprünge des nationalsozialistischen wie des stalinistischen Totalitarismus, das Aufkommen der Massengesellschaft, den wissenschaftlich begründeten Rassismus und die moderne Bürokratie. Ein Dutzend Jahre später veröffentlichte Arendt ein Buch über den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Bei seinem Erscheinen 1963 löste dieses Buch das aus, was man heute einen Shitstorm nennt. Arendt machte sich damit nun auch zahlreiche jüdische Intellektuelle zum Feind. Denn obwohl das nicht der Hauptpunkt von Eichmann in Jerusalem war, kritisierte sie darin auch die teilweise Kollaboration der Judenräte in den Ghettos des deutsch besetzten Osteuropa im Zweiten Weltkrieg mit den Mördern. Vor allem aber betonte sie, dass Antisemitismus und ähnlich menschenverachtende Ideologien nicht an rechte oder konservative Ideologien gebunden waren. Auch in linken Kreisen machte sich damit erneut Feinde. Denn wenn Arendt recht hatte, machte die in diesen Kreisen kultivierten und geschichtspolitisch abgestützten Feindbilder ebenso wenig Sinn, wie die dort nicht minder gepflegte Selbstgewissheit, grundsätzlich auf der richtigen Seite zu stehen. Als nach Hannah Arendts und Martin Heideggers Tod deren Liebesbeziehung bekannt wurde, war das deshalb ein gefundenes Fressen für Arendts Kritiker. Zum Skandal, der auf eine Desavouierung Arendts als Mensch wie vor allem als politischer Theoretikerin abzielte, wurde die Beziehung erst in den 1990er Jahren durch Elsbieta Ettinger aufgebauscht. Ettinger war eine polnische Jüdin, als junge Frau von den Nationalsozialisten verfolgt, die später eine gewisse Karriere im kommunistischen Polen machen konnte, bis auch dort der Antisemitismus überhand nahm und sie zur Emigration in die USA zwang. Es war Ettinger, die Hannah Arendt zuerst einen freudianischen Vaterkomplex unterstellte. Deshalb sei Arendt als junge Frau in den 1920er Jahren hörig, also Heidegger hörig geworden und es ein Leben lang geblieben. Deshalb sei sie Heidegger auch, als sie 1950 wieder traf, auf den Leim gegangen. Nachdem sie sein Verhalten während des Nationalsozialismus zuvor aus der Ferne noch scharf kritisiert hatte, habe er sie bei ihrem Wiedersehen erneut erfolgreich manipuliert. Einmal mehr seinen Zauberbang erlegen, habe sie ihm die verharmlosenden Lügen über sein nationalsozialistisches Engagement bereitwillig geglaubt und ihn seitdem deshalb nach Kräften verteidigt. Durch die Brille dieser Interpretation haben andere Autoren dann auch Arendts Gesamtwerk und insbesondere Eichmann in Jerusalem anzugreifen und zu entwerten versucht. Die in dem Buch ausgebreiteten Thesen wurden als Relativierung und Verharmlosung nationalsozialistischer Verbrechen dargestellt und letzten Endes zurückgeführt auf ein vermeintliches psychologisches Bedürfnis Hannah Arendts, ihren Geliebten Heidegger, von der Mitschuld an diesen Verbrechen reinzuwaschen. Und nicht nur das, auch ihr Denken sei von der konservativen Weltsicht Heideggers, der ja ihr erster akademischer Lehrer war, beeinflusst worden, einschließlich seiner Abneigung gegen das Judentum. Aus der Jüdin Hannah Arendt wurde so eine unbewusste Handlangerin antisemitischer Ideen und Verteidigungsstrategien.
Das ist freilich weitgehend politisch motivierter Unsinn. Als Hannah Arendt Heidegger in Marburg kennenlernte, war sie jung und unsicher und anders als Heidegger brauchte sie Jahre, um sich von der Beziehung wieder zu lösen. Aber es gelang ihr schließlich, nachdem schon die Initiative zur Trennung zumindest so sehr von ihr wie von ihm ausgegangen war. Als sich die beiden 1950 wieder sahen, gewann bei ihr nach nur momentaner euphorischer Nostalgie der mittlerweile gewonnene kritische Blick auf Heidegger als Mann und als Mensch sofort wieder die Oberhand. Dass sie sich dennoch auf eine Erneuerung ihrer Bekanntschaft vorübergehend einließ, hing nicht mit irgendwelchen freudianischen Komplexen zusammen. Der entscheidende Grund dafür war vielmehr, dass sie angesichts der Affäre mit Heidegger Schuldkomplexe seiner Frau gegenüber hatte. Zudem äußerte Heidegger, zumindest ihr gegenüber unter vier Augen, ein gewisses Bewusstsein eigener Schuld, was seine Rolle in den Jahren des Nationalsozialismus anging, was damals in Deutschland alles andere als üblich war. Also Heidegger wird sehr häufig vorgeworfen, er habe sozusagen das kleingeredet, das hatte er in der Tat auch getan, aber er hat gewissermaßen weniger kleingeredet, als anderes kleingeredet haben. Also sozusagen in den Kontexten der späten 40er und frühen 50er Jahre war er zumindest Hannah Arendt gegenüber ausgesprochen offen. Arendt war nach dem Zweiten Weltkrieg weit entfernt davon, sich unkritisch von Martin Heidegger vereinnahmen zu lassen, geschweige denn ihm hörig zu sein. Seine Nähe zum Nationalsozialismus hat sie ihm persönlich schon bei ihrem letzten Kontakt 1933 vorgeworfen, wie auch sofort erneut beim Wiedersehen 1950. Anders als das in der damaligen, wie der späteren Debatte um Heidegger oft üblich gewesen ist, hat Arendt dessen Verhalten allerdings konsequent kontextualisiert. Was er 1933-34 tat und wie er nach 1945 dann damit umging, das maß sie an dem, was seine Zeitgenossen taten, und was damals möglich schien. Als gute Wissenschaftlerin war sie auch stets bereit, alte Urteile zu revidieren, wenn sich neue Informationen ergaben. Die Bereitschaft, sich so ein differenziertes Bild jenseits von Schwarz-Weiß-Malerei zu verschaffen, geht ihren Kritikern dagegen weitgehend ab. Diejenigen, die ihr die Beziehung zu Heidegger vorwerfen, neigen zudem dazu, Wissenschaft ohne Rücksicht auf Verlust der Glaubwürdigkeit parteipolitisch zu instrumentalisieren. Deswegen ist das eigentlich Skandalöse nicht die Beziehung zwischen Arendt und Heidegger. Das Skandalöse ist vielmehr ihre Skandalisierung. Vielen Dank.